Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ich meine Legacy of the Duelist. Wir machen weiter mit den letzten 5 Leveln der ersten Geschichte. Während jeder auf das nächste Duell wartete zu Beginn, kehrte Yugi in sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. Er wurde plötzlich von einem Mann in Umhang und Turban überrascht. Sein Name war Shadi und er erklärte, dass er gekommen war, um Yugi Beratung für die Herausforderung zu geben, die vor ihm lag. Ich bin der Hüter der 7 Millennium-Gegenstände. Ich bin hier, weil ich eine Störung der mystischen Anstellung über Amazia spürte. Alle 7 Gegenstände sind an Bord dieses Schiffes, sowie die 3 ägyptischen Götterkarten. Das bedeutet, alle Objekte, die in der Lage sind, die Ware zu retten oder zu zerstören, sind genau hier. Wirklich? Die Sicherheit der Erde liegt mit dir, Yugi. Beachte meine Worte, wenn die falsche Person die Kontrolle über einen der Millennium-Gegenstände oder eine der ägyptischen Götterkarten gewinnt, könnten die Folgen katastrophal sein. Es ist schon fast einmal passiert, als Pegasus Duelmas herstellte. Es ist aber wie? Alles begann, als Maximilian Pegasus zuerst in Ägypten ankam. Er war auf der Suche nach einem Verfahren zur Wiedervereinigung seiner verlorenen Liebe. Seine Suche führte ihn zu mir und ich schenkte ihm das Millennium im Auge, denn er war dazu bestimmt, es zu besitzen. Bald darauf entdeckte er die Ursprünge der antiken ägyptischen Schattenspiele. Pegasus wurde besessen von diesen Spielen und beschloss, sein Leben mit dieser Wiedererschaffung dessen zu widmen. Während einer seiner frühen Forschungsreisen zu den antiken Pyramiden plante Pegasus, die Steine der Darstellung der ägyptischen Göttermonster zu finden, über die er gelesen hatte. So leitete Pegasus und sein Team von Archäologien zu einem unterirdischen verborgenen Hohlraum unter dem Wüstensand. Und nach stundenlanger Reise zu Fuß war unsere Reise zu Ende. Pegasus ging in den schwach beleuchteten Raum, wie versprochen, brachte ich ihnen die antike Ruhestätte der ägyptischen Göttertafeln. Pegasus fand, was er ka kam, wie was er kam, nie zu wissen, dass er dabei war, eine verheerende Kraft wie keine andere zu entfesseln. Triumphierend kehrte Pegasus nach Amerika zurück, um seine Karten auf die Grundlage der Bilder zu entwerfen, die er auf den Steinen gefunden hatte. Er war dazu bestimmt, die ägyptischen Gottmonster zu wecken. Aber er war nicht dazu bestimmt, ihre mächtige Magie zu kontrollieren. Obwohl Maximilian Pegasus die Prototypen der 3 ägyptischen Götterkarten beendete, flog er sofort nach Ägypten, um sie in das Grab neben den Originalzeichnungen zu versiegeln und ersparte der Welt ihre absolute Macht. Und mit Hilfe von Ishizu versiegelte Pegasus die Karte. Dann versuchte Marek, sie zu stehlen? Ja, und wenn er seine Hände in alle 3 bekommt, würde die Ergebnisse verheerend sein. Ich kann dir versichern, dass Marek nie alle 3 ägyptischen Götterkarten halten wird. Mein Pharao. Es ist eine Ehre für mich, wieder in deiner Gegenwart zu sein. Ich weiß, dass du die Welt wieder in Ordnung stellen wirst und dir ein Ende zu diesem Chaos setzt. Genauso wie vor 5000 Jahren mein vollen Vertrauen liegt in dir. In diesem Moment gaben die Lautsprecher bekannt, dass alle Finalisten in der Haupthalle zurückkommen sollen und Charlie verschwand. Das zweite Duell war zwischen Marek und Joey Wheeler. Weil Odium vergab Marek zu sein, stand Odium vor Joey. Ja, ach nee, bereit sich zu duellieren. Los geht's, Marek! Es ist Zeit zum Duellieren und dich zu zerstören. Warte, ich spiele deine Niederlage vor. Verlass dich drauf, Marek. Ich habe keine Angst vor dir. Du Spasti. Ach, Sperrbaby von Poco. Sieht jetzt ziemlich sweet aus. Vögelnswert, würde ich mal sagen. Hahaha. Furry, am I right? Furry. Soll ich diesen Monster besiegen? Irgendwas vom Typ Fee ist eigentlich kein Sinn. Natürlich nicht. Wie willst du dich damit anfangen? Wie viel hat das hier schon zu 2300, ne? 400. Klingt aber nichts. Polymerisation. Time will let go.
Der direkt angreifen können, ich Idiot. Boah, bin ich dumm. Was? Brauchst du irgendwas wie MST oder so? Oh, ich bekomme nichts. Ich werde bestimmt nichts bekommen. Toll, jetzt hat er 3500 Alika und ich krieg 500 Damage. Ah, ich bin gebumst. So richtig hart. Au. Du kannst schon so einen Schuss werden. Ein Schild angreifen? Nee, weil es Finsternis Gottes. Halt doch dein fettes Maul. Ich hätte noch einen mutiger Würfel verdeckt spielen sollen, aber egal. Manchmal hasse ich die Steuerung von Legacy of the Duelist. Ne, ich bin in meinem Zug. Und die Steuerung ist echt ätzend. Wenn man nicht die richtigen Karten hat, ist man gefistet. Und zwar hart. Ich glaube, in diesem Duell werden die etwas länger hängen. Mit diesem Part war es wohl noch nichts mit beenden der ersten Story. Obwohl ich es eigentlich gehofft habe, dass wir in diesem Part es beenden. Aber das hätten jetzt jedes Duell des Flawless League gewinnen müssen. Boah, haben wir Schachträger und extra gibt keinen Sinn. So ist Begräbnis. Ich will uns in den Friedhof schicken. Keine Ahnung, was war's mit dem Fenster? Warum hat Joey diese Karte überhaupt mit dem Dingens? Wobei, für Missgeburt, ich meine Wiedergeburt. Weil das ist eigentlich schon richtig sweet. Und dann mit Hede. Oh, fuck you. Warum mit Verteidigung? Sweet, ja Fried, der Eisenritter, der Ritter aus Eisen,
Ich fände meinen Zug. Nein, der beschwört einen ägyptischen Gott. Kann diesmal nicht Spoiler machen, weil Jeffy kann ich von kann ich mit Ausrüstungskarten ausgerüstet werden. Ja, der hat ein volles Sündenbock. Dude, ba 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 ba. Ah, wie ekelhaft. Auf die wäre stolz. Oh nein, Kai. Er drohte ba ba ba. Ba. Bäh. B. B. Einfach. Pff. Einfach. Quickie. Würde es mal immer so laufen. Habe ich recht? I end my turn. Ja, Mann. Oh ja, sag eure Zustimmung. Oh ja, oh ja, oh ja, er spielt trotzdem verloren, geil. Oder nee. Aktiviere Grabräuber und hol mir variierte Schwerter. Oh yeah. Get your game on. Damit werde ich bestimmt etwas erleben. Na, die ATK bleiben nicht immer so schau. Auch ein bisschen gut. Eher so ein zu gut. Oh, Missgeburt, was kann ich mit Missgeburt wiederbeleben? Gerfried. Weed. Ich will Missgeburt, ich meinte Wiedergeburt, tut mir leid. Dass ich immer beleidigen muss. Aber wenn Scheiße ist, dann ist Scheiße, und das sage ich auch, wenn Scheiße ist. Scheiße, nicht am Scheißen, ich schade am Scheiße, diese Scheiße. Raketenkrieg aktiviert einen fetten Monster an. Alligator-Schwert.
scheiß Tiki-Seele. Tiki-Seele ruiniert gerade mein Spiel. I really want to get my game on, but I can't. Because of Tiki-Seele. Und ich habe keine Monster, die stärkere ATK haben. Wenn ich auch nur Jinzo ziehen würde. Luck, don't fail me now. Kuribon. Nein, nicht sein. Alles nur nicht sein. Wenn ich könnte angreifen, dann würden mir meine Karten noch was bringen. Come on. Eine verbotene Karte. Endlich. Wie ein Rocket Warrior. End my turn. Luck, don't fail me now. Und nur 3 oder höher. Jawohl. Oh, son of a bitch. Come on, don't be a faggot. Der geflügelte Drache Fra. Panda Warrior. Ich bekomme nicht die Karten, die ich brauche. Ja, also Jinzo kann alle freien Karten deaktivieren. Ja, oh, schade, ich bekomme ja keinen Jinzo. Ja, wäre ja schön gewesen. War eine Karte zu haben, die mal etwas bringt. Aber nein, ich bekomme ja keine Karte, die mir was bringt. Das wäre ja sonst unfair. Oder Pisa hat ja schon mal Karten bekommen, die er braucht. Mit denen man auch was zu anfangen könnte. See. See what I mean. You sons of a bitch. Ich beschwöre Panda Warrior. I said one card. Freaking face down. And I end my freaking turn. You son of a bitch. You son of a bitch. Ach, come on. Genau, was er fällt ging hat. Und das werde ich natürlich nicht zulassen, dass er irgendwas damit macht. Ja, 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 ja.
Raketen-Warrior. Es war jetzt so obvious, dass er so etwas machen würde. Aber ich bin ein Protection Guard. Apo. Verkörperung von Apo Red. Bodenlose Schiedgrube. Ich fülle zu noch mal ein. So, das ist jetzt der letzte. I ain't my freaking turn, you son of a bitch. You sons of a bitch. Haha. Ja. Schlechte Witze sind schlecht. Was das? Jo. Gut. Zum Glück habe ich die Polymerisation von meiner Kombo gemacht. Ich wollte gerade Negina ein bisschen outsmarten und outplayen. Hiermit. Kann ich nämlich damit jetzt direkt angreifen? Mit denen jetzt direkt angreifen und dafür müsste ich mich ein Monster opfern. Und ich opfere den. Und damit jetzt direkt angreifen. Und einfach meine Main Phase einfach wieder alle Karten auf Deck setzen. Cool, ne? So macht man das hier in Auenland. Und da wird geowned. Nämlich die ganzen Kackpratzen. Die glauben, die hätten etwas drauf. In den Outplay Gott. Namens Joe Wheeler. Joe Wheeler, der Outplay Gott. Hat das nicht lache. Er setzt 20 Karten für den Kampf schon. Ja, yeah, oh ja, geil, oh ja, oh, oh ja. I came. Er besitzt kein Monster mit mehr als 1800 Angriff. Beziehungsweise Verteidigungspunkte. Guck, einfach zerstören. Boah, Alter! Und ihr Angriff. Piss dich. Ein guter Zug. Also ich wünschte, ich könnte mir selbst den Schwanz durchschneiden. Ja, dafür bin ich nicht gelenkig genug. Ah, ich weiß nicht, wie man so ist und das kann ich weiterleben.
ein böser. Ein gemeines Stück Scheiße. Darum nennt mich auch ja Pixar Yoshi. Ich gehe in den Kampf und greife mit Rocket Warrior an. Ja. Ein Infekt. Das zerstört sie selbst und ich bin dumm. Nee, ich bin Gott. Ich bin nur Gott. Ich wusste, dass keine dieser Fallenkartenmonster-Wichser sind. Easy. Odeons Deck enthielt eine Kopie von der ägyptischen Götterkarte. Das ärgerte die Götter und ein Blitz traf Shuri und Odeon und schickte sie beide auf die Matte. Meister Marek, ich bin nicht würdig genug, um diese Karte zu steuern. Genau wie ich nicht würdig genug bin, um ein Teil deiner Familie zu sein. Odeon! Ich versuchte mein Bestes, um dir zu dienen, mein Herr. Ich habe es versucht. Odeon widmete sein Leben, um Marek zu schützen, mit den Eindämmen des Bösen in Marek. Aber mit Odeon geschwächt hat seine Kontrolle über das Böse seine Kraft verloren. Bitte verzeih mir, Joey. Es tut mir leid. Es war eine Ehre für mich, dich zu duellieren. Das gleiche geht an dich. Und dank diesem Blitz werde ich dieses Duell für eine Weile nicht vergessen. Erst wo es fertig ist, musst du klarkommen. Wenn du nicht Marek bist, wer bist du dann? Ich bin nur ein Diener. Das war Meister Marek. Gebe deine wahre Identität bekannt, Marek. Es ist wahr. Ich bin der Tat der wahre Marek, ihr Narren. Namo, legt uns alle an. Namo, er war nur eine Maske, um mich näher an Yugi zu bekommen. So, Pharao, endlich treffen wir uns Angesicht zu Angesicht. Jetzt endlich kann ich die Arbeit beenden, die mein erbärmlicher Diener nicht zu Ende bringen konnte. Yugi, dein Puzzle und Macht werden bald sein, wo sie hingehören. Oh nein, ich hatte Angst davor. Wir sind alle in großer Gefahr. Das Krusibel versteckt innerhalb Meister Marek. Hat eine dunkle Seite. Und ich bin nicht mehr in der Lage, dazu einzudämmen. Es ist zu spät jetzt. Aha! Marek, was ist los? Ich bin endlich wieder frei. Was bedeutet, ich kann die Dinge auf meine Art machen. Ich wurde viele Jahre lang von diesen Naodion zurückgehalten. Wer bist du? Ich bin der wahre Marek. Und ich bin nicht so freundlich wie der, den ihr kennengelernt gehabt. Und bald werde ich die Arbeit, die er nicht vollenden konnte, beenden und dir meine Macht und dir deine Macht wegnehmen. Ja, ein Duell mit Schicksal. Das nächste Duell war Mai gegen den echten Marek. Mai gab alles, was sie hatte, doch Marek war viel zu mächtig mit der Kraft seines Millennenstabs. Hatte Marek den Geist von Mai in Schattenreich gefangen. Eure Freundin macht einen kostspieligen Fehler, sich gegen mich zu duellieren, und jetzt fürchte ich, zahlt sie den höchsten Preis. Macht ihre bewegungslose Aussehen. Das ist, weil ihr Geist gefangen ist. Mit dieser vorbeigehenden Sekunde vergisst sie mehr. Die Schatten nehmen alles, was sie in ihrem Geist und ihren Herzen hat. Durch dunkle Magie gefangen, konnte Mais Freundin nichts tun, um ihr zu helfen. In Ordnung, ihr Langweiler, räumt das Feld für diesen nächsten Duell. Das nächste Duell war Seto Koiba gegen Ishizu Ishida. Ich glaube Ishizu, die Yugi und Thea im Museum begegnete. Achso, nee, ich glaube die gleiche, natürlich. Sie war die geheimnisvolle Achtfinalistin. Das ist eine ziemliche Überraschung. Ja, wir treffen uns wieder, Seto Koiba. Mein Name ist nicht Koiba. Und du hast mir Obelisk zurückgegangen. Und du willst also Obelisk zurückgewinnen, hä? Was, wenn ich für eine größere Bedeutung gekommen bin? Ich bin hier gekommen, um meinen Bruder zu retten. Bruder? Ja, in den letzten 5000 Jahren haben die Ishtar die Grabe des Pharaos bewacht. Nur Marek drehte sich gegen uns. Und das Böse in ihm ist jetzt noch stärker. Wenn du dich erinnerst, meine Millennium-Halskette hat die Macht, mir die Ereignisse, die noch kommen werden, zu zeigen. Und gerade jetzt sagt es mir, dass du dieses Duell gegen mich verlieren wirst. Genug mit den Millennium-Gegenständen. Ich glaube nicht an diesen Unsinn. Ich plante es mit deinem Ziel vor Augen. Um meinen Platz als Nummer 1 der Duellanten der Welt zurückzugewinnen. Hast du vergessen, dass es meine Idee war, für dich das Battle City Turnier zu organisieren? Um Duellanten wie Marek zu locken? Und mein Plan ging auf, denn mein Bruder ist hier. Aber die schwierigste Aufgabe liegt noch vor uns. Das Böse in ihm muss gestoppt werden. Ich bin von abergläubischen Idioten umgeben. Nehmt eure Hokuspokus-Unsinn zu jemanden an den Turniers. Idioten wird mit D geschrieben, nicht mit T. Also hinter dem I. Meine Millennium-Halskette sagt voraus, dass dein Mangel an Glauben dein Untergang sein wird. Der rote Resonator ist einer der besten Resonator, meiner Meinung nach.
Damit kommen wir schon den ersten Zug in Level 6 Gummor zu machen. Sweet, ne? Und jetzt will ich gerne wissen, was ein Gummonster ist, aber das werde ich noch nicht erzählen. Außer. Ihr habt bereits Yu-Gi-Oh! Gespielt. Wow. Holy moly. Macaroni. I set two cards in the face down position. Nämlich für Force Plünderer in Angriffsmodus. Und greife mit Force Plünderer dein perfektes Monster an. Ich schieße, ich schieße. Ich spende meinen Zug. Ich schieße, du bist dran. Wenn du glaubst, du könntest den großen Käuber, einen Kalber besiegen. Ich, der große Käuber, werde jetzt dich besiegen. Gut gemacht, Idiot. Du bist direkt in meine Falle getappt. Und nun beschwöre ich einen weiteren Force Plünderer in Angriffsmodus mit einer Axt. Also heißt es eigentlich Axtplünderer, aber da es schon Axträuber gibt, wollten wir die Verwirrung sparen. Ja, direkter Angriff. Force Plünderer, es gibt die ganzen Textboxen. Und du auch. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Ich hieße Ische. Ich meine Ishtar. Oh, du gibst anscheinend also auf. Gute Wahl. Ja, doch, das ist eh keine Chance gegen mich und meine Armee vom Force Plünderer an. Ja. Der Sieg ist mein. Sehr beeindruckend, Käuber. Du hast es geschafft, das Schicksal zu überwinden, das meine Melee-Halskette mir zeigte. Ich habe die Story aus den gleichen Gründen gewonnen, wie ich auch das Turnier gewinnen werde. Meine überlegene Fähigkeit und Intelligenz. Vielleicht. Aber du hast mir eine wertvolle Lektion über das Wesen des Schicksals gelehrt und dafür bin ich dir dankbar. Ich mag das Duell verloren haben, aber im Prozess habe ich etwas von weit größerer Bedeutung gewonnen. Die Erkenntnis, dass wenn ich diesen Kampf für meinen Brudergeist gewinnen will, muss ich dir helfen, Käuber. Danke, denn ich weiß, du wirst mir helfen, meinen Bruder zu retten. Glaube, was immer du möchtest, ist Shiso, aber ich bin nur für mich hier. Egoist! Und kommen wir zum Rematch. Yugi gegen Käuber. Mehr und mehr fiel in die Macht von Merrick. Merrick duellierte Bakura für den Millennium Ring und gewann. Es war jetzt Zeit für das Halbfinale. Das erste Spiel war Joe gegen Marek. Mareks Macht war zu groß. Der Geflügel traf von rasender Joe ins Krankenhaus. Es schien, als ob nichts Mareks Terrorherrschaft wenden könnte. Das zweite Halbfinale würde feststehen, wenn Marek ins Gesicht sehen würde. Es war Yugi gegen Käuber, zum ersten Mal seit ihrem Kampf in Duel's Kingdom. Yugi, wir dürfen nicht zulassen, dass Joeys Kampf unsere Konzentration stört. Denk daran, um Marek zu überwinden, müssen wir an Käuber vorbeikommen. Nun gut, Yugi, du hast dich entschieden zu kommen, nach allem. Natürlich, dieses Duell vermissen es, wie mein Schicksal zu verleugnen. Erspare mir dieses Drama. Also, warum ist ein Streberherr denn nicht hier, um für dich zu jubeln? Sind sie zu sehr damit beschäftigt, Vila von seinen Nickerchen zu wecken? Joe ist in großer Gefahr, mehr als du jemals wissen könntest. Vila hätte in der ersten Linie nicht mehr sein sollen. Ich warnte ihn, nicht mit den großen Jungs zu spielen. Und wenn du mich fragst, bekam er nur, was er verdient hat. Ein Schlag ins Gesicht von Ra. Und wenn ein Angriff von einer ägyptischen Götterkarte keinen Sinn in diesem Kampfkind klopfen kann, dann kann nichts das tun. Das ist genug, Käuber. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich dieses Duel Monsters Turnier von dir geworden ist. Das Ergebnis des Battle City Finale könnte die ganze Welt in Gefahr bringen. Die einzige in Gefahr bist du. Jetzt werde ich gewinnen und du wirst nicht die Nummer 1 sein. Käuber, es geht nicht immer nur darum, die Nummer 1 zu sein.
Es geht darum, mit Mut, Ehre und Respekt zu duellieren. Und vor allem das Bedürfnis anderer von deinen eigenen zu stellen. Und das ist etwas, was Joey Wheeler jeden Tag sein Leben machte. Yugi, in der antiken Zeit römischer Gladiatoren würden wir zum Verderben gekämpfen, um zu beweisen, wer der Stärkste ist. Jetzt ist unsere Zeit, um zu sehen, wer von uns es verdient, sich selbst als den Größten der Welt zu bezeichnen. Also zieh deine erste Karte und lass die Schlacht beginnen. Mit Vergnügen, Käufer. Ziehen, verbessern. Opfere ein Monster der Stufe 8, um dann zwei Karten zu ziehen. Lohnt sich. Lohnt sich wirklich, ein Monster der Stufe 8 zu opfern. Zwei Karten. Oh, zweimal rar. Was für eine Rarität. Hab ich gerade Slifer mit rar verwechselt. Ich hab gerade Slifer mit rar verwechselt. I can feel sad to be. Oh, kannst du dich spüren? Aber vorher aktiviere ich Topf dagegen, meine Gier. Und nun beschwöre ich Beta im Angriffsmodus. Und greife an. Wo ist Beta? Aha, alles war ein guter Angriff. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Käufer. Zeig, was du kannst. Mit deiner verdeckten Karte. Oh, sogar noch eine verdeckte Karte. Hm. Wie es aussieht. Glaubst du nicht so sehr an das Herz der Karten wie ich, weil sonst hättest du bereits gewonnen. Käufer. Oh nein. Du bist das einzige Kanon, mit dem ich nicht rechnen konnte. Ein Monster gespielt. Beziehungsweise eine Falle. Wie konntest du nur, Käufer? Nein. Das hat weh, Käufer. Aber ich werde mich rächen. Ich beschwöre Gazelle König der mystischen Bestie in den Angriffsmodus. Da aktiviere ich verräterische Schwerter. Und greife mit Beta dein Monster an. Und mit Gazelle dich direkt. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Käufer. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. War es das schon? Du bist erbärmlich, Käufer. Aber ich öffne Gazelle und beschwöre herbeigerufen nach Tötenkopf. Es heißt Tötenkopf, du Idiot. Ich weiß. Aber ich habe einen Sprachfehler und bin behindert. Also, heult mal nicht. So wie du, Käufer, du bist auch behindert. Du spielst einfach keine Monster. Wie kann man nur so behindert sein? Direkter Angriff. Dabei rufen nach Totenkopf. Das war's. Get your game on. Du hast verloren, Käufer. Ich sagte dir, dein Hass und deine Gier nach Macht würde nie siegen. Geschafft, aber mein härtester Kampf liegt noch vor mir. Wenn ich Marek im Finale duelliere. Nicht besiege, sondern duelliere. Weil ich werde ihn noch besiegen. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin, hier Lappen. Ich meinte, hier sandigen Streusel, Zuckerstreusel oder so. Es wird langsam ein bisschen cringy. Ich glaube, ich soll da aufhören.